Hallöle, willkommen zu einem neuen Part. Final Fantasy VII Remake, hier in der Kanalisation. Wir drücken einfach mal diesen Schalter. Und machen hier unten wieder Wasser hin. Ah, ne. Es passiert was anderes. Das Ding geht runter und dann kann ich wahrscheinlich einfach darüber laufen. Das geht natürlich auch. What the hell? Warum ist die Tür auf einmal auf? Ne, das ist was anderes. Was ist das? Toxin, okay. Interessant. Ja, die Materiaplätze sind leider etwas rar gesät für die Anzahl, die man hat. Aber wir könnten überlegen. Die ist jetzt voll aufgewertet, ne? Die einfach Cloud wegzunehmen. Tifa kann ja heilen, ne? Attributbus anwendbar. Das wäre auch was Cooles. Und ich habe hier noch einen. Okay, dann nehmen wir Gewitter noch mit rein. Ja, Barret kann mich erstmal. Was ist das hier? Autovita. Diesen TP-Boost, den Cloud hat. Habe ich den nochmal? Ares hat den noch, ne? Ich gebe mal tiefer MP-Boost, weil sie jetzt zurzeit die Heilerin ist. Und tiefer kriege ich den Schokobo noch. Den habe ich nicht ausgerüstet. Und sie hat 5. Was hat sie denn alles? Wiederbeleben, Vision, Gebet, TP-Boost, Luft und Schiefer. Die Heilfähigkeit wird immer besser. Das ist auch richtig nice. So, Gebet ist mein Flächenheilzauber, den ich haben möchte. Bloß das Problem daran ist, der braucht 2 dieser Dings. Ah, Moment. Jetzt habe ich mich ein bisschen ablenken lassen. Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Warum ist hier Platz? Naja. Anscheinend nicht so wichtig. Warum hält er plötzlich an? Ich habe die ganze Zeit volle Pulle in die Richtung gedrückt und auf einmal hält er an. Weil Ares und Tifa nicht weit genug an ihn dran waren, oder woran liegt das? Eine Erklärung kann es dafür doch nicht geben. Oh ne! Ninja Turtle ist wieder da! Los, kleine Fische. Der hat mir letztes Mal ein bisschen Probleme gemacht, als wir den getroffen haben. Deswegen gucke ich mir den mal jetzt ein bisschen an. Ein intelligentes Leberwesen, bla bla bla. Feuer und Eis mit den Magieattacken finden schnell seine Schatten. Fische erschrecken gehen nur langsam. Okay, er mag Feuer nicht, okay. Dann kriegt er jetzt die volle Breitseite. Bam! So, jetzt kann ich auch die Fähigkeit Ende mit Schrecken. Es braucht 2 Leisten. Das war ein gutes Training. Kann man so sehen, ja. Aber warum zeigt der Pfeil nach oben? Ich muss wahrscheinlich hier einfach hoch, Wasser füllen. Achso, wenn ich Wasser fülle, kommt bestimmt die Plattform nach oben. Aber erst gucken wir mal, was hier jetzt noch so liegt. Eine Mokul-Medaille. Ja, wenn wir den komischen Dude treffen, können wir den, glaube ich, wieder die ein oder andere geben. Ich habe ja wieder ein paar gefunden.
So. Wasser kommt hoch. Und das Ding geht nach oben, ja. Jetzt kommen wir auf die andere Seite. Ihr könnt es auch einfach mit Schwimmen versuchen. Schon klar, das ist ekelhafte Kloake, aber der Zweck heiligt die Mittel. Okay, warum kommt eine Cutscene? Verdammt, meine Gedanken rasen wie wild. Ich weiß. Ganz normal. Die wollen Sektor 7 zerstören? Das kann sie nicht ernst meinen. Aber selbst wenn sie es ernst meinen, ziehen sie das bestimmt nicht durch. Bestimmt nicht. Ja. Du solltest Shinra besser kennen. Eris, weißt du etwa mehr? Wie? Tifa, Eris, kommt einzeln rüber. Okay. Ich gehe vor. So. Eris, jetzt du. Alles klar. Da passiert doch irgendwas, oder? Die landen in der Kloake, safe. Nur noch ein Stück. Eris! Spring! Okay, gut. Was ist das für ein Blubbern gewesen? Das war knapp. Danke, Tifa. Doch nicht dafür. Dir auch. Weiter. Okay. Ich habe schon gedacht, unser Monster Corneo-Haus hier ist wieder da, aber anscheinend nicht. Und jetzt gehe ich wieder hierhin zurück. Achso, da ist ein Raum. Hilft nichts. Rasen deine Gedanken wieder? Ja. Wir können die Zukunft noch ändern. Du musst nur fest daran glauben. Verstehe. Wenn du meinst. Denk einfach an was Schönes, wenn Sektor 7 gerettet ist. Wenn wir es schaffen, könnten wir oben bummeln. Also, wir könnten zum Beispiel was Hübsches für den siebten Himmel suchen. Du und ich? Warum nicht? Ja, klingt toll. Cloud kann unsere Tüten tragen. Dann haben wir ordentlich zu schleppen. Redet ihr über mich? Tun wir nicht. Cloud, du hast ein schweres Los. Ihr müsst hier weg. Halt dich fest! Nicht loslassen! Noch einmal festziehen! Ich bin mal gespannt, ob er Danke sagt. Vielen Dank. Ah! Ach was. Aber ist nice gemacht. Im Originalspiel war die Kanalisation ein super kurzer Abschnitt. Darauf haben sie was Cooles gemacht. Sagt mir sehr zu. Oh, nice. Bank. So nötig habe ich es jetzt zwar nicht, aber ich sag nicht nein. Er setzt sich einfach alleine hin. Die anderen
So, kann man hier wieder... Ne, kann man nicht. Okay, das sieht optional aus. Gehen wir mal hier rein. Was ist das hier? Ja, da sind Krabben. Aber da wird ja wohl hoffentlich was zu finden sein. Mich interessiert mal, was das ist. Warum hat das überhaupt zwei... Es ist auf. Okay, ich darf es nicht benutzen. Keine große Sache. Okay, hier geht's runter. Nicht, dass ich jetzt aus Versehen den richtigen Weg gehe. Doch, das ist der richtige Weg. Dann drehe ich kurz um, weil ich habe da was übersehen. Für mich sah das erst so aus, als ob das der andere der richtige Weg ist, aber ist genau umgekehrt. Die 50-50-Chance verloren. Naja, ich bin ja relativ fix wieder da. So, da. Ich hoffe, ich kann das jetzt einsetzen. Ich will wissen, was das ist. Okay. Da langt er aber richtig zu. Graffi. Okay, das ist einfach nur ein Angriffs-Item, nehme ich an. Moment. Ich habe 10% bekommen. Einfach nur, weil ich es benutzt habe? Ich dachte, man muss einen geschockten Gegner mit angreifen. Ich probiere das jetzt mal öfter aus. Vielleicht bringt mir das ja was. Weil die Fähigkeit finde ich schon nicht schlecht. Also, die macht guten Damage. Und wenn ich mit Cloud irgendwann den ATB-Boost besser hinkriege... Ich habe das ja ausgerüstet, oder? Analyse. ATB-Boost, ja. Dann kriegt ihr auch mehr ATB-Felder und dann sollte das in längeren Kämpfen sehr, sehr von Vorteil sein. Das macht ja krassen Schaden, die Fähigkeit. Oder kann auch sein, weil es eine Ratte war, dass das jetzt so viel war. So, ist das da oben eine Sackgasse oder geht's? Nein, das ist keine Sackgasse. Da ist die Frage, was ist jetzt der geeignete Weg? Ich möchte eigentlich mir alles angucken. Oh, scheiße. So. Okay, hier ist ein Gitter. Das heißt, ich komme da nicht hin. Gehen wir mal den Weg.
Oder gehen wir doch oben lang? Bringen wir es hinter uns. Genug. Ja, okay, die hat geblockt. Schade. Junge! Die Krabbel ist super aggressiv, ey! Ich muss die, glaube ich, von hinten angreifen, ne? Ne, das macht keinen Sinn. Ja, die blockt dann auf einmal, ne? Das dauert ein bisschen zu lange. Hä? Wieso kann ich mit... Achso, ich habe Cloud Vita weggenommen. Stimmt. Okay, das könnte der richtige Weg sein. Ja, geil. Ist da einfach ein Gitter zwischen. Dann nochmal zurück. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Auf jeden Fall lag da eine Materia. Was ist denn das? Widerstand? Das hört sich gar nicht mal so schlecht an. Gucken wir mal. Können wir eigentlich irgendwas hier... Ja, wenn, dann gewittern, ne? Widerstand. Effektdauer von Zustandsveränderung um 25% reduziert, um 50%, um 100%. Ja, okay. Wenn ich mal mehr Materiaplätze habe, dann kann ich mir das überlegen. Hört sich jetzt im ersten Moment nicht ganz so wichtig an. Obwohl, wenn die voll aufgewertet ist, dann, wenn ich vergiftet werde, einfach weg. 100% reduziert heißt für mich, der klingt ab. Ah, so eine fucking Schildkröte. Aber jetzt gucken wir mal. Ah. Die Ratte hat eben 2000 Schaden bekommen. Wie viel kriegt die? 1400, auch nicht schlecht. Fähigkeit gefällt mir. Die will ich unbedingt erlernen. Die will ich dauerhaft haben. Wenn ich das Schwert nicht weglege, ist die weg. Wenn ich die nicht erlernt habe. Ja, randalier erstmal rum. Seelenohrring. Oh, das waren fette Kisten. Was ist denn ein Seelenohrring? Belebt den Kampf einmal automatisch wieder. Das Accessoire zerbricht dabei automatisch. Okay. Klingt gar nicht so verkehrt. Können wir mal gucken. Haben Tifa und Dings eigentlich was ausgerüstet? Kraftreif? Was macht das? Haben wir eigentlich bessere Sachen? Nee. Aeris hat gar nichts zum Beispiel. Sie kann, glaube ich, eine Schutzweste besser vertragen. So, jetzt kann ich einmal mal kurz gucken.
ich immer noch. Nee, viel. Okay. Dann ist das ein bisschen dumm formuliert, würde ich sagen. Man muss die Fähigkeit einfach einsetzen, um die aufzuleveln. Zack. Gefällt mir richtig gut. Na dann. So. Gut. So darf's weitergehen. Finde ich auch. Oh, Moment. Glut müsste damit auf höchste Stufe sein. Sehe ich das richtig, Cloud? Ja. Das heißt, wir können die austauschen. Da unten haben wir Gewitter. Okay. Was nehmen wir denn dafür rein? Wir nehmen mal Widerstand rein. Oh, nächste Mori-Medaille. Nett, nett, nett. Ich hoffe, der Mori-Typ verweilt nicht die ganze Zeit in Sektor 5, sondern ist auch an anderen Orten, wo ich noch hinkomme. Sonst muss ich da immerhin zurück. Seht mal, geht es da etwa raus? Das wollen wir doch mal stark hoffen. Ich frage mich, ob sich der Wasserpegel irgendwie senken lässt. Muss ja. Sonst komme ich da ja nicht rüber. Das sieht doch aus wie eine Schaltzentrale. Oh, seht mal. Im Keller der Bar ist auch so ein Steuerpult. Damit lässt sich der Wasserzulauf regulieren. Kriegst du das hin, alles Könner? Klar. Wasserablauf. Das muss es sein. Einen Schalter kann ich drücken, gerade so. Geht nicht? Scheint kaputt zu sein. Rote Leuchte, Verstopfung im Abwasserrohr. Mit der manuellen Pumpe Müllansammlungen herausspülen. Das klingt ekelhaft. Das habe ich in der Bar schon mal gemacht. Okay, ich gehe. Komm, Aris. Wir beide erledigen das. Cloud kann hier gucken, ob ein anderer Fehler angezeigt wird. Aber ich... Die Pumpe müssen zwei Gleichstarke bedienen. Wir sind gleich wieder da. Okay. Na klar, du hast nichts zu melden. Du musst einfach ständig Ja sagen und schlucken. Okay, da ist die Pumpe. Die Pumpe ist doch etwas anders. Die in der Bar ist viel simpler gebaut. Okay, was soll ich tun? Ventil öffnen, Aries. Bewege nach oben, um das Ventil zu öffnen. Die Nadel des Messgeräts wird sich von rechts nach links bewegen. Pumpen tiefer. Drücke in schneller Folge X, bis die Nadel links angekommen ist, um den Zielbereich zu vergrößern. Ventil schließen. Sobald sich die Nadel wieder nach rechts bewegt, Zielbereich nach unten und das... Ah, okay. Ich hoffe, ich kriege das hin. Also los! Jetzt einfach pumpen. Und runter. Versuchen wir es nochmal. Ach so, okay. Nein. Nicht so hektisch. Bereit. Okay, versuchen wir es nochmal.
Nicht so schnell. Hä? Klappt nicht, wie? Steigt der automatisch? Ja. Ach so, jetzt verstehe ich das. Damit erhöhen wir das. Noch mal. Okay. Das Fenster. Du? Nicht so hektisch. Huh? Okay, versuchen wir es nochmal. Ich kann mit Ares aber nicht irgendwie früher loslassen. Also los. Ich drück mal jetzt schon nach unten. Versuchen wir es nochmal. Ich kann mit Ares das Ding aber nicht. Komm, wir lesen das nochmal. Bewege nach oben, um das Ventil zu öffnen. Die Nadel des Messgeräts wird sich von rechts nach links bewegen. Ja. Drücke in schneller Folge X, bis die Nadel links angekommen ist, um den Zielbereich zu vergrößern. Ach so, ich lasse immer zu früh los. Ich muss warten, bis die Nadel sich wieder nach rechts bewegt. Nicht so hektisch. So. Ah, easy eigentlich, wenn man es versteht. Das war perfekt. Bereit. Okay, der Zielbereich ist klein. Das war viel zu spät. Klappt nicht, wie? Okay, jetzt ist er etwas größer. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Nein, das war zu früh. Versuchen wir es nochmal. So, jetzt kriege ich ihn aber. Gut. Hat doch geklappt. Ja, hat ja nur 10.000 Versuche gedauert. Okay. Okay, den Zielbereich treffe ich niemals. Alter, wie schnell hat sich die Nadel bewegt? Nicht so hektisch. Huh? Okay, das war Glück. Geschafft! Jawohl, Leute! Großartig! Komm, gehen wir zurück. Cloud macht sich sicher schon Sorgen. Ja, ja. Ihr seid ja erst seit einer Minute weg. Okay. Ja, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.